sparen bei Ihrer Geschäftspost. Infos kostenlos unter 0800 274 3324 oder unter www.brief24.de. Noch eine kleine Vorschau auf unsere morgige Sportsendung. Dann werfen wir nämlich mal einen Blick auf einen ganz kleinen weißen Ball. An diesem Wochenende fanden in Hilpoltstein die bayerischen Tischtennismeisterschaften statt. Mit dabei auch zahlreiche Bundesligaspieler, was natürlich ganz großen Tischtennissport versprochen hat. Unser Kollege Thomas Fleischmann mit den ersten Eindrücken. Mittelfränkischer Erfolg bei den bayerischen Meisterschaften. Svenja Weikert aus Röthenbach verteidigt in Hilpoltstein ihren Titel zum zweiten Mal in Folge. Sie ist Bayerns alte und neue Tischtenniskönigin. Ja, es war schon schwer. Ich hatte auch ein bisschen Probleme mit meinem Arm. Der hat mir geschmerzt, da hatte ich eine Muskelverletzung. Aber ich habe es gut durchgebracht und freut mich sehr, dass ich es zum dritten Mal geschafft habe. Was war denn der Schlüssel zum Erfolg an diesem Wochenende, trotzdem, dass du ein paar Probleme hattest? Ja, ich glaube, die Taktik jetzt gerade im letzten Spiel. Und da habe ich gut durchgespielt und das war dann das Schlüssel zum Sieg. Im Finale schlägt die starke Fränkin Katharina Schneider aus Langweid mit 4:1 Sätzen. Die Gegnerin oft am Verzweifeln. Das Duell der Männer entscheidet Nico Christ aus Gräfelfing für sich. Ebenfalls mit 4:1 Sätzen Sieger gegen den Passauer Michael Berberich. Es haben viele gute Spieler mitgespielt. Das zeigt auch, dass es, sag ich mal, einen hohen Stellenwert hier in Bayern hat. Und umso mehr freut es mich, dass ich das dann jetzt geschafft habe. Darüber sprechen wir morgen ausführlich. Die bayerische Meisterin Svenja Weikert und Lokalmatador Felix Binthammer sind morgen Gäste bei Franken TV Sport ab 18.30 Uhr. Das waren die Nachrichten kompakt. Ihnen jetzt noch einen schönen und vor allem erholsamen Sonntagabend.